Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jan Heineck. Ich bin Sales Manager für den Bereich Rührreibschweißen bei Grenzebach. In diesem Video geht es um die technische Sauberkeit der zu verschweißenden Werkstücke. Die Sauberkeit der Bauteiloberfläche hängt von den spezifischen Anforderungen ab, die an die Verbindungsgüte gestellt werden und davon, ob die Verbindung als Stumpf- oder Überlappstoß ausgeführt wird. Grundsätzlich reagieren Verbindungen im Überlappstoß empfindlicher auf Verunreinigungen. Da sind saubere Stoßflächen erforderlich. Es empfiehlt sich, Öle und Trennmittel rückstandsfrei zu entfernen, weil beim Rührreibschweißverfahren die Trennschichten an den Oberflächen geknackt werden müssen, um einen Verbindungsaufbau zu ermöglichen. Dies empfiehlt auch die Norm DIN EN ISO 25239-5. Je sauberer das Werkstück ist, desto höher wird die Festigkeit der Naht sein. Gerade bei Gusswerkstoffen kommt oft die Frage auf, ob eine mechanische Bearbeitung der Gusshaut erforderlich ist. Unserer Erfahrung nach empfiehlt sich dies durchaus. Letztendlich sind hier der Aufwand für die Vorarbeit und die Anforderung an die Festigkeit gegeneinander abzuwägen, auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Überlappstoßverbindung deutlich empfindlicher auf Verunreinigung reagiert. Die technische Sauberkeit und Oberflächengüte ist von den spezifischen Kundenanforderungen, wie zum Beispiel der Festigkeit, abhängig. Vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Hoffentlich konnte ich Ihnen Ihre Frage beantworten. Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an mich oder meine Kollegen wenden.